Ja, meine Damen und Herren, wenn Sie uns regelmäßig zuschauen, dann haben Sie vielleicht gesehen, vor 2 Wochen etwa war Rainer Kallmund bei uns zu Gast. Und an dem Nachmittag davor habe ich als Rainer Kallmund getarnt beim FC Bayern angerufen, ja, in der Geschäftsstelle des FC Bayern, bin durchgestellt worden bis zur Frau Frings, das ist die Chefsekretärin von Uli Hoeneß, und habe dort aus der Wurstfabrik von Uli Hoeneß einen Zentner Wurst geordert. Ja? Und Frau Frings ist natürlich auch darauf reingefallen, weil sie tatsächlich dachte, ich wäre der Galli. Ja? Und, ja, und dadurch hat sich jetzt eine Riesenaktion entwickelt. Und das werde ich Ihnen gleich noch genauer erzählen. Ich zeige Ihnen erstmal noch, falls Sie das nicht gesehen haben, nochmal das Telefonat von mir als Rainer Kallmund mit Frau Frings, der Chefsekretärin von Uli Hoeneß. Schauen Sie hier. Ja, Rainer Kallmund. Okay. Jetzt rufe ich mal bei FC Bayern an. Schon mal einen Freund Uli Hoeneß sprechen. Guten Tag. Ja, hier ist der Kalli. Wo bin ich denn da gelandet? FC Bayern München. Ja, das ist richtig. Ich wollte Uli sprechen. Rainer Kallmund hier. Ich wollte Uli sprechen. Irgendwie habe ich die falsche Nummer. Können Sie mich da verbinden oder mit dem Büro vom Uli? Werde ich gerne versuchen. Einen Moment, ja. Bitte. Gut, danke. Frings, hallo? Ja, Tag, Frau Frings, der Kalli hier. Ist der Uli da? In Belgrad ist der Herr Kallmund. Wir haben heute Abend Champions League. Ach, sicher. Ja, der muss sich ja noch qualifizieren. Ja. Danke. Nee, warte, ne Spaß. Ja, mir müsste das ja Gott sei Dank nicht. Jetzt, ich habe mein Handy verlegt, ich kann den nicht erreichen. Vielleicht können Sie dem was aufschreiben. Ja. Ja? Schreiben Sie mal, lieber Uli. Ja. Wäre es möglich, haben Sie? Ja. Innerhalb 24 Stunden einen Zentner, ja. Nürnberger Rostwartwurst aus deiner Fabrik, der hat die doch noch, ne? Ja. Ja, haben Sie? Ja. Nach Leverkusen zu schicken. Innerhalb von 24 Stunden? Ja, wenn das geht. Bis morgen Abend? Ja. Wir haben Feiertag morgen. Morgen ist Feiertag? Ja, dann sagen wir 48. Schreiben Sie 48. Können Sie noch mal vorlesen? Lieber Uli, wäre es möglich, innerhalb 24 Stunden einen Zentner Nürnberger Rostbratwürste nach Leverkusen zu schicken? Können Sie grobe Nürnberger Rost. Wissen Sie, ob der auch grobe hat? Grobe Rostbratwurst. Grobe? Fettige. Nee, nur die einfachen, die beim Aldi gibt. Ach, der verkauft die an der Aldi? Ja. Ach so. Die gibt es dem Aldi. Der Uli macht die Würste von der Aldi? Ja. Ich werd bekloppt. Ich werd bekloppt. Das wusste ich ja nicht. Nee, wa? Der Uli. Gut, Wohin denn? Zum Verein? Ja, zum Verein, hier, Bayer Arena. Ja, dann rufe ich seinen Pressestelle. Sohn an, der macht das ja in Nürnberg, dann rufe ich den an. Dann rufen Sie den Sohn an? Ja. Genau. Und dann schreiben Sie hinten noch drauf, PS? Ja. Der Ballack Koks. Was, der Ballack? Der Ballack Koks. Der Ballack Koks. Machen Sie ob so. Ob man das lustig findet? Ja, hinten so ein Ha-Ha-Ha, Kleine mit dem Ausrufezeichen. Ja. Okay. Okay, nochmal vorlesen vielleicht? Bitte? Nochmal vorlesen, dann alle. Lieber Uli, wäre es möglich, innerhalb 24 Stunden bzw. 48 Stunden ein Zentner Nürnberger Rostbratwurst. Grobe. Ja, grobe haben wir nicht. Grobe Nürnberger Rostbratwürste nach Leverkusen zu schicken. PS, der Ballack kokst. Ja. Findet der lustig, ne, wa? Lieben Gruß. Nee. Ich weiß es nicht. Naja. Ich hoffe, es kommt gut an. Wenn ja. Sie heute Abend gewinnen. Wenn Sie heute Abend gewinnen, ja, dann drücke ich den Daumen. Aber nur vor. Ich kann das dem ja schon ja nicht mehr sagen jetzt. Ja, das ist jetzt nicht. Kann auch, wenn es Freitag wird, ist er ja. Samstag. Und dann rufe ich jetzt aber den Sohn an, dass er die Dinger vorbeischickt. Alles klar. Okay. Ja, vielen Dank, Frau Frings. Bitte. Ne? Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Danke. Ihr Danke. Ja. Das war das Telefonat mit Frau Frings, Chefsekretärin von Uli Hoeneß, glaube ich. Und daraus hat sich eine Aktion entwickelt, da hat der Kallmund gesagt, das finde ich lustig, ich bestelle noch einen Zentner dazu. Ja?
Und Uli Hoeneß hat gesagt, ich stifte auch noch einen Zentner. Und heute spielt Leverkusen ein Benefizspiel zugunsten der Flutopfer in Dresden. Und dort grillt der Kallmund zusammen mit unserem Elten und der Frau Frings, die ich übrigens noch nie gesehen habe, bin mal gespannt, wie Frau Frings denn aussieht. Grillen dort heute Abend für den guten Zweck Würstchen. Und da schalten wir mal nach Dresden, live nach Dresden, meine Damen und Herren. Ja, da ist schon mal der Elton in Dresden, live. Hallo Elton. Hallo Paul. Ich lasse die Hölle los. Hallo. Hallo Stefan. Ihr grillt dort. Bitte was? Ich verstehe dich sehr schlecht, aber egal. Kannst du mich hören? Stimmung. Ja, ein bisschen. Okay, wie viele Leute sind denn gekommen? Also im Stadion sind ungefähr 15.000 Leute. Wie viel bitte? 20. 20.000. Der Kalli! Ja. Das ist ja der Carlo Reiner. Übrigens, Stefan, die Würstchen hier. Der Uli, wir haben 10 Zentner Würstchen hier von den leckeren Nürnberger Bratwürsten. Und die gehen weg wie warme Semmel. Das ist für Würstchen ja interessant. Ich speise mal für die Schreien. Ja. Sehr lecker. Ja. Das ist ja hier. Das wieder. Ist übrigens Frau Frings. Frau Frings, das ist die Frau Frings. Ich werde bekloppt. Hey! Frau Frings, Sie sind das wirklich? Ich bin es, Herr Raab. Jawohl. Sie sind die Chefsekretärin von Herrn Hoeneß? Unter anderem, ja. Wie? Von wem denn noch? Mit meiner Kollegin. Nein, mit meiner Kollegin zusammen. Ach so. Und den Herrn Rummenigge betreuen wir auch noch. Ach so. Der muss auch noch mal betreut werden. Ja. Ich habe mir Sie ja ganz anders vorgestellt. So wie denn? Na, weiß nicht, aber scheint man beim FC Bayern die Sekretärinnen nicht nur nach dem Fachlichen her einzustellen. Oder? So, meinen Sie? Das ist bestimmt der Beckenbauer. Zwar auch, aber... Nein, nicht, dass ich glaube, natürlich sind Sie fachlich qualifiziert. Aber Sie natürlich, Herr Raab, Sie geben auch oft optisch dufte was her. Soll ich Ihnen eine Bewerbung von mir vorbeischicken? Wollen Sie mir eine Bewerbung vorbeischicken? Damit Sie mal sehen, welche Qualifikationen ich habe. Ja, Sie können Sie gerne mal vorbeischicken. Jetzt sind Sie baff, oder? Das heißt, Sie wollen bei uns... Ich darf nicht spielen. Moment, Elton, ich bin mich gerade mit der Frau Frings am Unterhalten. Ach, Entschuldigung. Frau Frings, das heißt, Sie bewerben sich hiermit offiziell? Das hieße ja, Sie würden den Job beim FC Bayern verlieren und dürften dort nicht mehr zur Weihnachtsfeier gehen. Nein, auf keinen Fall. Nein. Ja. Ich würde niemals den FC Bayern München im Stich lassen. So ist es, Herr Raab. Sehr gut. Aber Sie haben mich nicht erkannt. Sie haben echt gedacht, der Kallmund wäre dran, oder? Nein, da muss ich Sie loben. Sie waren sehr gut. Dankeschön. Alle Achtung. Dankeschön. Sie auch. Weiß ich das. Herr Raab, seitdem weiß ich, dass auch Sie qualifiziert sind. Dankeschön. Ich sehe. Aber nochmal danke an Bayer Leverkusen, an Uli Hoeneß, dass wir diese Aktion hier starten durften. Das ist wirklich riesig hier. Es ist eine unglaubliche Stimmung. Nur nette Leute. Ich bin froh, hier zu sein. Der einzige Manko ist, dass der Elton hier ist. Ja. Wir schicken ihn jetzt zum Fußball, denn jedes zweite Würstchen haut er selber rein. Hier. So, tschüss jetzt. Ja, Moment, so, weiter die Würstchen. Darf ich noch mal? Rainer, ja. Kalli. Ja. Kalli, ich muss noch mal was sagen. Die Mütze ist der Knaller. Ja, ich habe nur schöne Mützen. Beim letzten Mal ja auch angehabt. Die haben mir übrigens gesagt, ich sah besser aus wie du in deinen Klamotten. Ja. Ist Howe, ist das die Hoeneß-Würstchen-Firma? Ich muss mich jetzt umziehen, tschüss. Howe ist Hoeneß-Würstchen-Firma. Schaltet mal jetzt 19:30 Uhr. Frau Frings. So, weiter geht's hier. Frau Frings! Wofür steht denn Howe? H-O ist klar für Hoeneß, aber W-E. H-O für Hoeneß und W-E für Weiß, seinen Partner. Ach so, der hat noch Partner. Ah, verstehe. Alles klar. Ja, dann, ich sehe, der Kallmund ist ganz hin und weg, wenn er die Würstchen da sieht. Dann wünsche ich noch viel Spaß. Kalli, viel Spaß, Frau Frings. Alles klar. Tschüss. Viel Spaß in Dresden. Vielen Dank. Rainer Kallmund, Elton und Frau Frings. Schade, dass ich nicht dabei sein kann. Ich hätte gerne mitgegrillt. Vor allen Dingen hätte ich gerne mitgespielt.